Hallo Leute, jetzt wird's kompliziert, denn wir haben uns für euch versucht einzulesen in Green Lantern, die neue Serie, Dritte Armee, die die dritte dritte Armee. Armee, genau. Ich kannte Green Lantern eigentlich, ehrlich gesagt, nur von dem Kinofilm und der hat es mir auch fast wieder ein bisschen vermiest, weil der war dermaßen schlecht, dass ich kaum noch Bock hatte, irgendwie mich mit Green Lantern zu beschäftigen. Jetzt haben wir die dritte Armee angelesen und ich muss sagen, langsam bekomme ich wieder Bock, mich da ein bisschen mit zu beschäftigen. Leider ist die Story so komplex, man muss ein bisschen die Hintergründe Ja, wissen. ist ein bisschen kompliziert, stimmt. Ich hab nicht alles verstanden, muss ich sagen. Green Lantern-Fans, die das schon seit einiger Zeit verfolgen, werden da wahrscheinlich keine Probleme haben. Worum geht's? Also grob geht es darum, dass die Wächter des Universums, die ja eigentlich die Green Lantern Corps damals erschaffen haben, diese Schutzorganisation, diese eben jetzt zerstören wollen, weil sie ihnen im Weg stehen. Sie möchten nämlich das ganze Universum zufrieden führen, indem sie jedes Lebewesen seelenlos Glücklich machen. machen. Genau. Und schicken dafür eben die dritte Armee. Und Genau. am gefährlichsten sind die Green Lanterns auf der Erde, das habe ich jetzt so Genau, verstanden. es gibt nämlich mehrere Green Lanterns auf der Erde. Und das wird eine ganze Reihe von Heften wiedergeben und auch wieder Sonderhefte, wie zum Beispiel die Red Lanterns, weil es gibt nicht nur die Green Lanterns, es gibt auch die Red Lanterns. Die sind das genaue Gegenteil von den Green Lanterns. Die schöpfen ihre Kraft so aus dem Zorn und der Und die sind auch was Rache. brutaler, Die ne? sind was brutaler, genau. Und da sind auch die Kämpfe recht brutal hier in diesem Band. Also da scheinen einem die Seiten regelrecht entgegen zu explodieren. Das ist ziemlich geil. Aber die bekämpfen auch die dritte Armee, weil die haben da noch eine Rechnung offen mit ihren Schöpfern und wollen sich an ihnen rächen. Also haben Green Lantern und Red Lantern das gleiche Ziel. Können eigentlich Wir haben noch zusammenarbeiten. 15 Sekunden. Wir haben hier drei Hefte haben wir hier. Die verlosen wir wie immer unter euch beim Comic Countdown. Diesmal könnt ihr uns schreiben in den Kommentaren, wie ihr den Film fandet. Und die coolsten Kommentare belohnen wir hier mit diesem. Es ist Ich auch habe keine genial Ahnung, was gezeichnet, ich also es stellen soll. ist Anna hat mir genau gesagt, der Stil, auf Don't den ich Look stehe. Also Strange. es ist Das ist düster, alles full of es ist nonsense. Und brutal, super es cool. ist eklig Also das war und echt geil. Aber ich glaube, ja, wir kommen vom genau, Thema wir ab. haben drei Zuschauer gerade, sehe ich Oh da. ja, da vorne Vier. sitzt du zu dritt. Nee, da sind die. Ja, da Da sind sind die. Zuschauer, okay. Also, wir haben heute hier die Claudia Kern, Autorin diverser Bücher, Der Sturm, der Thron. Sag mal Der schnell. Der Thron. Thron, der Ja, der Sturm. Sturm, der Thron. Ich bin gut vorbereitet. Also gab eine Fantasy-Trilogie, die hieß der. Oh, Scheiße.